Das feine Brioche-Gebäck ist ein Highlight der Gourmet-Küche und das nicht nur zur Gänseleber. Doch wer kann Brioche exzellent zubereiten? Eine sehr gute Adresse ist die Wutzschleife im ostbayerischen Rötz-Hillstätt. Dort hat Gregor Hauer 2012 einen Michelin-Stern erkocht. Die Wutzschleife ist ein Schänhaus in der zweiten Generation. Ganz konsequent präsentiert das Wellness-, Tagungs- und Golfhotel die Gourmet-Küche in Gregors Fine Dining. Auf den Spuren des Brioche sind wir dem Sternekoch gefolgt. Die Basis ist für jede Hausfrau eigentlich klar, die Basis des Brioches ist ein Hefeteig. Somit erklärt sich für viele auch die Zubereitung gleich. Das heißt, also wir brauchen einen Vorteig, um dann die Fertigstellung zu gewährleisten. Und Zutaten, es ist so, ich habe in mehreren Ländern gearbeitet und jedes Land, wo ich war, hat das Brioche auf eine gewisse andere Art und Weise gemacht. Ja, zum Beispiel in Frankreich wurde natürlich der Buttergehalt relativ hoch gehalten und die Eier, während zum Beispiel in Italien, die haben ein Polenta-Mehl ins Brioche gemacht, um dem Brioche einfach eine grobporige Struktur zu verleihen. Ja. Doch zunächst das Tischlein deck dich der Zutaten für Brioche. Erst der Vorteig, dazu braucht man 95 Gramm Vollmilch, 100 Gramm Wiener Grieslermehl, 42 Gramm frische Hefe und Salz, dann die Zutaten für den Hauptteig, 420 Gramm Mehl, 100 Gramm Polentamehl, 155 Gramm weiche Süßrahmbutter, 230 Gramm frisches Eigelb, 60 Gramm Zucker, etwas Öl, Eigelbfarbe oder Kurkuma, 15 Gramm Salz und schließlich Semmelbrösel. In die Schüssel haben wir jetzt gegeben Mehl, Hefe, Milch, Salz und ein bisschen Zucker. Salz und Zucker ist idealer Nährboden, dass die Hefe arbeiten kann. Und jetzt rühren wir den Teig. Den Vorteig kann man je nach Belieben noch mit Mehl zugeben, um eine festere Konsistenz zu bekommen, dass man ihn auch mit der Hand verkneten kann. Für die schnellere Variante, je flüssiger der Vorteig ist, desto besser geht die Hefe ab. Und bevor wir den Vorteig so auf dem Teller haben, muss er etwa 20 Minuten gehen. In der Schüssel mit dem Vorteig geben wir jetzt das restliche Mehl. Eigelb. Unser Polentamehl, also das grobkörnige Maismehl aus Italien. Salz und Zucker. Ein bisschen Pflanzen, nach Geschmack gerne auch Olivenöl. Und zimmerwarme Butter. Zum Schluss können wir noch ein bisschen Eigelbfarbe bzw. gehen auch Kurkuma hinzugeben. Das bewirkt, dass das Brioche beim Aufschneiden eine durchgängig schöne gelbe Eigelbfarbe hat. Dann wird das Ganze wieder verrührt. Angeknetet haben wir es jetzt mit dem Handrührgerät. Da die Teigkonsistenz natürlich dann fester wird, könnte man jetzt entweder beim Handrührgerät die Knethaken verwenden. Aber ich bevorzuge dann das Arbeiten auf der Arbeitsfläche.
kann man den Teig schön bearbeiten und kann vor allem die Butter sauber in den Teig einkneten. Was man jetzt durch die Eigelbfarbe schon erkennt, dass der Teig eine wirklich sehr schöne gelblich gefärbte Farbe hat. Gibt es auch Varianten, wo man Safran hinzufügen kann. Oder wie gesagt, wenn Sie keine Eigelbfarbe zu Hause haben, eine Messerspitze Kurkuma in den Teig, kann man direkt in die Pulver, mit der Pulverform verwenden. Ist dann auch, erzielt genau den gleichen Effekt. Der Hauptteig ist jetzt fertiggestellt. Genau wie der Vorteig muss dieser nochmal eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen. Mit einem Tuch abgedeckt. Und wie gesagt, eine halbe Stunde ruhen oder gären lassen. Das geht bei Ihnen zu Hause auch auf dem Ofen oder auf der Heizung. Nachdem der Teig jetzt eine halbe Stunde aufgegangen ist an einem warmen Ort, bemehlen wir uns kurz nochmal die Arbeitsfläche. Kneten den Teig nochmal vorsichtig. Wir wollen aber nicht die ganze Luft, die der Teig jetzt schon gebildet hat, durch die Hefe auskneten, sondern wollen einfach nochmal eine schöne, geschmeidige Konsistenz bekommen. Danach haben wir zwei Formen vorbereitet. Das wäre einmal eine klassische Kastenform oder eine kleine Kugelhub- bzw. Auflaufform, wo man das Brioche dann auch portionsweise backen kann. Einfetten, entweder mit einem Butterpinsel oder einem Trennfettspray. Dann wird die Form ausmehliert. Für die Kastenform benötigen wir ungefähr 400 Gramm von unserem Teig, von dem Brioche-Teig. Den versuchen wir dann rissfrei in diesen Kasten zu bekommen. Rissfrei heißt, dass der Teig oben auf der Oberfläche keine Einschnitte und keine Risse hat, weil sonst würde er nicht gleichmäßig aufgehen. Nachdem wir das zur Wulst gedreht haben, wälzen wir das einmal ganz kurz in Semmelbrösel und geben das in die Kastenform und drücken das mit den Handknöcheln schön in die Form ein. Für die kleinere Variante funktioniert das ähnlich. Hier finde ich eine Form immer ganz schön, wenn man einen Teil des Teiges wegportioniert. Die gleiche Variante, wir versuchen das rissfrei in die Form zu machen. Nachdem wir die erste Kugel gedreht haben, wälzen wir die nur in der einen Hälfte im Brösel. Und die nächst kleinere Kugel setzen wir dann oben drauf. Ganz wichtig, bevor der Teig im Ofen verschwindet, muss er noch einmal etwa eine Stunde gehen. Das Brioche wird jetzt bei 180 Grad gebacken, entweder in einem ganz normalen Haushaltsofen oder in der Röhre unten. Wir verwenden hier einen Umluftofen. Und hier nochmal alle Zutaten und die genauen Mengen im Überblick. Wie schon erläutert, kann man das Brioche entweder als Portionsbrioche für jeden Einzelnen backen oder in einer klassischen Kastenform, dass man es in Scheiben unterschneiden kann, wie man es vom Toastbrot kennt. Der letzte Schritt, nachdem das Brioche in Scheiben geschnitten wird, ist das Toasten. Hier gibt es unterschiedliche Varianten.
man kann es jetzt naturtoasten, man kann es mit ein bisschen gebräunter Butter bestreichen. Was sehr viele schätzen und mögen, ist, wenn es dann karamellisiert wird. Hierfür nehmen wir ein bisschen Zucker, der kann aromatisiert sein, wie zum Beispiel Anis oder Wacholder. Wir streuen das Brioche und geben es dann unter den Salamander. Somit bei den Unbehandelten bekommt das Brioche eine leichte Bräunung und ein weiteres Röstaroma. Bei dem, wo der Zucker drauf ist, bekommen wir eine schöne Karamellnote durch das, wenn der Zucker gebräunt. Das karamellisierte Brioche würde ich zur Gänseleber reichen. Durch den leicht süßlichen Karamellton passt es sehr schön dazu. Währenddessen das naturgetoastete Brioche wäre dann eher für die Frühstücksvariante mit der Marmelade perfekt.